So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Unter diesem Thema steht die ganze Sendung. Und das Thema heißt, ich habe es aus Liebe getan. Und ich frage euch, was ihr schon an einschneidenden Dingen, einschneidend für euer Leben und vielleicht auch für das Leben anderer Menschen, was ihr aus Liebe schon getan habt. Vielleicht habt ihr ein Verbrechen begangen. Vielleicht habt ihr euer ganzes Geld verprasst. Vielleicht habt ihr euer Kind verlassen. Vielleicht habt ihr jemanden schlimm zugerichtet, wegen der Liebe zu einer anderen Person. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich habe es aus Liebe getan. Was habt ihr schon Dramatisches oder auch vielleicht Verrücktes aus Liebe getan für einen Menschen? Und vielleicht sagt ihr im Nachhinein, das ist ja Wahnsinn, was ich damals gemacht habe, aber es war halt so damals. Oder ihr sagt auch noch im Nachhinein, das war so und ich stehe dazu, so habe ich damals geliebt und das war ein Produkt meiner Empfindungen, meiner Liebesempfindungen. 0800 220 5050, meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Lena und Lena ist 23. Hallo Lena. Ja, hi. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was hast du aus Liebe getan? Ja, also ich habe aus Liebe das Land verlassen und ausgewandert aus Deutschland nach Réunion, eine französische Insel im Indischen Ozean in der Nähe von Mauritius. Ich weiß, das ist irre weit weg von hier. Ja, 11.000 Kilometer. So, ja. Ja, ziemlich weit weg, ja. Und auch aus Liebe kann man so sagen, dazu kommen lassen, dass ich krank werde. Also ich muss dazu sagen, also ich bin mit 18 weggegangen. Ja. War also da auf Réunion gewesen wegen einem Praktikum von der Schule aus für 6 Wochen und habe während dieses Praktikums einen Mann kennengelernt. Lass mich mal im Zwischenfragen. Das ist ja ein tolles Schulpraktikum nach Réunion, ein Praktikum zu machen. Wie kommt das denn? Also ich habe eine Fremdsprachenassistentin-Ausbildung gemacht. Ja. Und da hatten wir halt die Wahl zwischen mehreren Ländern und mussten dann selber aussuchen, welches Land wir jetzt wählen wollen. Und da hast du gesagt, halt, ich nehme La Réunion. Also ich habe Französisch sehr gern gemocht und es stand halt Frankreich und Réunion als französischsprachiges Land ja. Zur Auswahl. Und ich habe mich halt dafür entschieden, weil ich mir dachte, okay, Strand, Praktikum, die Sprache, ja. Ne, alles ist dabei. Okay, das wurde dann auch genehmigt und das funktionierte dann auch. Du konntest da dein Praktikum machen. Genau, bei einer Autogesellschaft. So war der erste Kontakt, da warst du 18 Jahre alt. Genau. Und hast du da auch deine Liebe, wegen der du dann ausgewandert bist, kennengelernt in dem Alter schon, während des Praktikums? Genau, ja. Also es war in der dritten Woche gewesen, also wir haben uns dann insgesamt 3 Wochen gekannt. Das war ein Einheimischer? Genau, ein Einheimischer. Dann bist du erstmal wieder zurück nach Deutschland? Genau, also wir haben es schon damals da geplant, dass ich zurückkomme. Ja. Allerdings ging das nicht sofort, weil ich noch mein Abitur zu Ende machen musste. Und deswegen musste ich dann noch 8 Monate hier bleiben. Mhm. Also wir haben teilweise jeden Tag telefoniert, ne? Und der hat es dann halt so gemacht, dass er eine Wohnung da genommen hat und halt gesagt hat, ja, du kommst jetzt einfach, ne? Mhm. Also es war richtig so eine verrückte Liebe. Aber völlig verrückt. Wie viele Tage hattet ihr denn gemeinsam verbracht während deines Praktikums? Also wir haben, ich weiß nicht, also 3 Wochen. 3 Wochen. Haben wir uns zusammen, wir haben uns gekannt und also wir haben. Und da ist dann schon die Idee entstanden, nach den 3 Wochen, ich komme ganz zu dir, wenn ich mein Abi habe. Ja. Das ist ja irre. Das ist ja wie, so, dann hast du ein Abitur gemacht nach ein paar Monaten und bist in der Tat ganz, hast alles hier abgebrochen und bist da runter gezogen, also geflogen oder? Geflogen, ja. Also ich habe eine Wohnung hier gehabt, ich habe auch eine 3-jährige Beziehung gehabt und als ich zurückgekommen bin, habe ich sofort Schluss gemacht. Ja. Weil ich habe gesagt halt, ne, ich habe einen Mann kennengelernt und ich denke mal, das ist der Richtige fürs Leben und meine Mutter war also auch ein bisschen dagegen, ne, aber. Ja, das glaube ich. Keiner konnte mich aufhalten. Also ich habe allen gesagt, ich mach's einfach, ne? Und ich bin mir sicher, dass es das Richtige ist. Alle Verbindungen abgebrochen hier in Deutschland. Ja. Deine Wohnung aufgelöst. Ja. Und bist im Alter von dann 19 Jahren? Oder wie alt warst du? Bist du dann? Also ich bin gerade 18 geworden. Ach so, du bist gerade 18 geworden, als du dann auch schon runtergegangen bist. Ich war also im April 18 geworden und bin im Juli dann runtergegangen, ja. Das ist ja Wahnsinn. War dieser Mann viel älter als du?
Also der war damals 6 Jahre Unterschied hatten wir. Ja, und wie lange? Ich gehe mir davon aus, dass du jetzt mich von Deutschland aus anrufst. Doch. Und nicht aus der Fernwelt. Wie lange warst du dann dort unten? Also bis Februar 2006. Letztes Jahr bin ich im Februar zurück. So lange? Ja, 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, ich war also kurzfristig noch hier in den Sommerferien. Das war eigentlich dann auch die ausschlaggebende Reise, dass ich dann im Februar zurückgekommen bin. Was war das Ausschlaggebende? Weswegen wolltest du wieder zurück? Also das war so gewesen, dass die Familie, also die hatten 7 Geschwister, also mein Freund, und das war so, dass die Familie mich überhaupt nicht akzeptiert hat. Also bis zum Schluss nicht? Bis zum Schluss nicht. Also ja. Am Anfang war das dann so, dass die das alle ganz toll fanden, ne? Eine neue, eine weiße. Man muss ja auch dazu sagen, dass die da alle farbig sind, ne? Und am Anfang war das noch was Neues, ne, was Interessantes, und am Ende war das dann nur noch so, ja, du bist weiß, du gehörst nicht dazu, du kriegst Geld von deinen Eltern, du hast ein bisschen mehr als wir, du gehst auf die Uni, du tust so, als wärst du schlauer als wir, und du gehörst halt einfach nicht dazu, ne? Also du hast da unten auch weiter dann studiert, oder hast da unten studiert? Ja, ich habe da ein Studium angefangen. Und hast Geld von zu Hause dann auch bekommen, von deinen Eltern? Genau. Hast du denn mit deinem Freund, mit dem hast du dann auch zusammen gewohnt, ne? Ja. Ja. Und du bist aber nicht weggegangen, nur weil die Familie dich nicht akzeptiert hat. Es war also auch teilweise so, erstmal wegen der Familie und weil ich dann auch eine Depression bekommen habe, ne? Also das hat angefangen mit Angstattacken. Also teilweise wegen der Familie und wegen der ganzen Umgebung, weil ich halt wegen diesem Kulturschock nicht mehr klarkam. Und der zweite Grund war auch, dass eine Epidemie ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst. Chikungunya heißt es. Also nee. Auf Deutsch übersetzt der gebeugte Mann, also so eine Mückenpest halt, ne? Ja. Die von den Komoren, vor einem Flüchtling mitgebracht wurde auf die Insel. Und das war dann halt so, dass 140.000 Menschen dran erkrankt sind. Und du auch? Ich nicht, nein. Du nicht? Weil du gerade am Anfang sagst, ich habe auch eine Krankheit mitgebracht oder so ähnlich hast du dich ausgedrückt. Ja, diese Depression halt. Die Depression, ach so. Genau. Ah ja. Das heißt das denn auch, dass, durch diese Krankheit wurde wahrscheinlich dann das Leben auch noch bedrückender dort unten für dich und schwieriger? Auf jeden Fall. Ja. War die Liebe denn auch erschöpft zu deinem Freund? Ja, ich wollte das nicht so richtig wahrhaben, weißt du? Also ich hatte auch ein bisschen Angst davor, zurückzukehren und auf die Leute zu treffen und dann halt die Fragen zu bekommen, ja, warum hast du das gemacht? Wir haben dir doch gesagt, du solltest das nicht tun, du solltest das dir überlegen. Ich hatte halt einfach nur Angst, diese Erwartungen, die an mich gestellt worden sind. Aber wie war das denn nun mit der Liebe? War letztendlich die Liebe auch vorbei? Ja, ich glaube, sie war vorbei. Das heißt, du hast auch keine große Sehnsucht dann mehr zu ihm gehabt, als du hier in Deutschland warst? Ja, das war ja so, dass ich zurückgekommen bin und mir immer noch nicht sicher war. Also ich war dann auch schon teilweise in psychologischer Behandlung, ne, weil ich nicht wusste, soll der jetzt hier hinkommen oder nicht. Und dann habe ich mich also dafür entschieden, dass er doch kommen sollte. Aber dann wurde mir gesagt, dass ich ihn heiraten müsste, damit er auch bleiben kann, also wenn er keine Arbeit hat. Und das war also dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also nee, diesen Mann kann ich nicht heiraten, weil ich schon dran zweifle, ob ich ihn überhaupt liebe. Ja. Und jetzt bist du ein Jahr ungefähr wieder hier, ne? Ja. Wie hast du dich eingelebt? Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich fange jetzt vielleicht zum Sommersemester zu studieren und verarbeite das also immer noch und habe also jetzt ab dem 1. Januar auch beschlossen, dass wir nicht mehr mit ihm telefonieren, weil durch diese Telefonate, wenn er mich anruft, also der hängt auch noch an mir, also immer wieder sagt, ja. Also das Kapitel ist noch nicht so ganz abgeschlossen. Ja, ich würde es gerne abschließen, aber wie gesagt, also diese 3 Jahre, die kann man nicht einfach so. Nee, ist klar. Aber wie beurteilst du das denn für dich? Ich meine, das ist ja eine ganz verrückte Aktion, wenn man als 18-jährige junge Frau so weit weggeht, eben der Liebe wegen. Bereust du das im Nachhinein oder sagst du, das war eigentlich eine ganz gute Sache? Ja,
Was heißt bereuen? Also klar, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich jetzt alles ertragen muss an psychischen Dingen, ne, was ich auch teilweise schon bewältigt habe, ne, dann frage ich mich, hat es sich das alles gelohnt? Ah ja, also da ist schon eine Skepsis, ja, höre ich daraus. Andererseits denke ich mir auch, ich habe Dinge erlebt, weil das ist auch eine Vulkaninsel und ich habe Dinge gesehen, Wasserfälle, Berge, also der Indische Ozean, das werde ich vielleicht nie wieder erleben oder hätte es mit 18 nie erleben können. Bist du denn von diesen Leuten, von der Familie und auch von den, vielleicht von den Nachbarn und Freunden durchweg abgelehnt worden oder gab es da auch welche, die dich so akzeptiert haben, wie du bist? Ja, dann Freunde an der Uni halt, ne, die mich akzeptiert haben. Freunde an der Uni, aber nicht die Familie und das Umfeld. Die Familie, also die hat mich richtig ignoriert und es wurde nur Hallo gesagt und dann, also ich habe auch teilweise über ein Jahr, wenn ich da war, also wir waren jedes Wochenende da zu Besuch, ich habe auch überhaupt nicht mehr gesprochen, also ich saß da einfach nur. Wie schlimm. Ja, hast du am eigenen Leibe erlebt, was Rassismus bedeutet, ne? Ja, genau. Nur umgekehrt halt, ja. Ja. Ja, aber ich meine, wenn du dich jetzt wieder fängst, ich finde das ja eine mutige Sache, wenn jemand sowas macht. Ja, und das, sicher, das Problem ist einfach nur, ich denke mal, mit 18, man traut sich so viel zu und auch dann kommt ja auch die Begeisterung von Leuten, die sagen, ja, das hat sich auch mit jungen Jahren erlebt, dass ich mich verliebt habe, ich habe mich aber nicht getraut, sowas zu machen. Nun mach's doch. Und wenn man das dann macht, dann denkt man, man ist so stark, ja, und diese Liebe macht einen so stark. Aber wenn man dann zurückfällt in dieses Loch und dann gehen also die Lichter auf und man sagt sich, wie war man da eigentlich? Was hat man sich da eigentlich gedacht, ne? Dass man irgendwie total blind in die Sache reingegangen ist. Aber man macht Erfahrungen und die Erfahrungen bringen einen dann vielleicht irgendwann im Leben auch weiter, wenn man sich wieder dann aufgerappelt hat. Und dabei bist du ja im Moment, dass du wieder so auf die Füße kommst. Ja. Also das war die Lena, die einen, ja, die weit, weit ausgewandert ist wegen einer großen Liebe im zarten Alter von 18 Jahren. Ja, ich muss auch dazu sagen, die Leuten, also jetzt sieht man ja im Fernsehen sehr viele Sendungen darüber, wie die Menschen auswandern. Ich muss dazu sagen, also Deutschland ist auch schön. Das ja, das, nee, das, nur das, das sagt man oder ermisst man immer erst, wenn man irgendwo im Ausland war. Genau. Und zurückkommt, dann kann man erst unser Land auch wertschätzen und es auch sehr schön finden. Genau. Liebe Lena, ich danke für den Anruf und wünsche weiterhin ein gutes Einleben, damit du bald wieder so richtig auf die Füße kommst. Ja, ich danke dir auch, Domi. Tschüss. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Mich auch. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe es aus Liebe getan. Was habt ihr in eurem Leben schon an verrückten, drastischen, dramatischen, vielleicht auch schlimmen Sachen aus Liebe getan? Liebe macht blind, sagt man, und aus Liebe tun Menschen Dinge, die unter Umständen wahnsinnig sind. Habt ihr solche wahnsinnigen Sachen schon in eurem Leben gemacht? Wenn ja und ihr möchtet drüber sprechen, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die nächste Anruferin ist die Saskia, 25 Jahre alt. Hallo Saskia. Schönen guten Morgen, Saskia. Ja, guten Morgen. Ja, was hast du gemacht? Ich habe aus Liebe angefangen, Drogen zu nehmen, bin in die Kriminalität abgerutscht. Wie alt warst du da? Knapp 17 war ich da. Und was war das für eine Liebe, die dich in diese Welt hineingezogen hat? Meine erste große Liebe. Und um die nicht zu verlieren, habe ich halt die Sachen mitgemacht, die er schon gemacht hat. Also er war schon drogensüchtig und kriminell. Ja. Was hat er für Drogen genommen? Komplett die Bank durch. Tabletten, also, Heroin, Kokain. Ah ja, auch die harten Sachen. Ja. Und welche kriminellen Sachen hat er gedreht? Überfälle, Einbrüche, dieser Beschaffungskriminalität eben. Ja. War das so, dass du ihm imponieren wolltest und dich so auf seine Ebene stellen wolltest, dass du was mitgemacht hast? Oder wie erklärst du dir das im Nachhinein? Zunächst mal große Dummheit, würde ich sagen. Aber ich bin halt in seinen Freundeskreis mit reingekommen. Die waren alle schon so drauf und ja, ich habe dann einfach mitgemacht. Ja, war er so in deinem Alter oder war er älter? Der 2 Jahre älter war. 2 Jahre älter. So, was hast du dann, was ist genau passiert, was hast du getan? Ja, dann erstmal so mit diesen weichen Drogen angefangen. Dann kamen später halt die harten Drogen und dann hat man halt, braucht man halt Geld, um sich die Drogen zu beschaffen. Also auch Heroin, Kokain ja. Hast du ausgenommen.
so, dass du regelrecht drogenabhängig wurdest? Ja, ja. Ich war zum Schluss schwerst abhängig. Also, ja. Ja, dann braucht man Geld, um das Zeug zu bezahlen. Was hast du gemacht? Ich habe auch Einbrüche gemacht. Wo eingebrochen? In Wohnungen, Autos. Hm. Habe Leute überfallen. Leute überfallen? Hm. Und denen das Geld geraubt? Ja. Junge Leute, alte Leute? Quer durch die Bank. Also da hat man jetzt nicht groß nachgedacht, wer das jetzt ist. Hast du Menschen auch körperlichen Schaden zugefügt? Ja. Was ist geschehen? Was hast du da gemacht? Unter Drogeneinfluss halt jemand verprügelt oder ja, solche Sachen halt. Mit schlimmen Folgen? Bei einer Sache weiß ich, da war zum Schluss, der war mit einem Milzriss im Krankenhaus. Den hattest du ihm beigebracht, den Milzriss? Wir alle zusammen, also wir waren so eine Gruppe. Also wer da jetzt genau was getan hat, weiß ich jetzt nicht mehr, aber. Also warst du so richtig im Sumpf abgesunken? Mhm. Mhm. Habt ihr damals zusammen gewohnt zu der Zeit auch? Ja, ja, wir sind direkt zusammengezogen. Ja. Das hat doch deine Familie wahrscheinlich dann auch mitbekommen, deine Eltern? Oder? Ich glaube, die haben es verdrängt. Also wir haben auch nie wirklich drüber gesprochen. Die wussten wahrscheinlich, was los ist, aber die wollten es nicht wahrhaben. Ja, du hast ja dann in der Zeit wahrscheinlich auch nichts anderes mehr gemacht. Du bist nicht mehr zur Schule gegangen, du hast nichts gelernt. Sondern nee, ich habe gar nicht. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen. Ja. Bist du in der Zeit dann auch mal gefasst worden und in Konflikt mit dem Gesetz gekommen? Ja, das kam natürlich vor. Mit welchen Folgen? Eigentlich mit lachhaften Folgen, sag ich mal. Also ich habe einen Wochenendarrest gekriegt. Ja. Also am Wochenende im Gefängnis gesessen, so zur Abschreckung sollte das sein. Hm. Geldstrafen und Bewährungsstrafen. Also das waren Sachen, die haben dich nur zum Schmunzeln gebracht und ja, keinesfalls irgendwie abgeschreckt. Genau. Wie viele Jahre dauerte dieses Leben? So knapp 4 Jahre. Vier Jahre. Und durch was bist du dann irgendwie aufgerüttelt worden, dass du gemerkt hast, das kann es nicht sein? Nachdem wir 2,5 Jahre zusammen waren, wurde ich schwanger. Mhm. Und ja, dann legte sich halt in meinem Kopf der Schalter um. Also habe ich mir angefangen zu überlegen, also du kriegst jetzt ein Kind und ja, das kann es nicht sein. Hast du denn während der Schwangerschaft auch Drogen genommen? Während der Schwangerschaft gar nicht. Also komischerweise, aber als mein Sohn dann geboren wurde, da fing es wieder an. Obwohl du dich dann hättest um das Kind sehr intensiv kümmern müssen, hast du dann weitergemacht, wie vorher? Ich habe dann ein paar Wochen weitergemacht, habe mich dann aber in ärztliche Behandlung begeben, dieses Methadon-Programm. Mhm. Habe das dann eine Zeit lang gemacht und habe mich dann von meinem Freund getrennt und bin dann zur Therapie. Ah ja, aber das hat sich dann aber langsam entwickelt, ne? Wenn du sagst, 4 Jahre hat das gedauert, inklusive Therapie meinst du dann, ne? Ja. Also das hast du dann eigenständig von dir aus so entschieden und hast gesagt, nee, ich gehe jetzt in eine Therapie, das kann so nicht weitergehen. Ja, also ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwo in einem Heim oder meiner Pflegefamilie aufwächst. Also es war eigentlich die Liebe zu meinem Sohn eigentlich, die mich da wieder auf den Pfad der Tugend zurückgebracht hat. Verrückt, ne? Einmal hat die Liebe dich in die Gosse gezogen und dann hatte ich eine andere Liebe wieder rausgeholt. Ja, genau. Ne, so kann man sagen. Mhm. Wie war denn das, als du dann, du warst in einer Klinik? Ja. Wo war dein Kind währenddessen? Der war bei mir. Das ging, das konnte man so arrangieren. Ja. Das heißt, also man hat dir nie das Kind weggenommen? Nein. Die Gefahr hätte ja auch bestanden, wenn du weitergemacht hättest. Ja, sicherlich. Mhm. Was ist dann mit dem Freund, was ist aus dem geworden? Der kam ins Gefängnis. Mhm. Und seitdem habe ich auch zu ihm keinen Kontakt mehr. Also ich möchte auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Nun sind ja einige Jahre ins Land gegangen. Ja. Das Kind ist jetzt wie alt? 6 wird er jetzt. 6 Jahre. Und der Vater kümmert sich überhaupt nicht um das Kind? Ich möchte das erstens gar nicht und zweitens ist er immer noch im Drogenmilieu tätig und das bringt dem Kind nichts dann. Und er fragt auch nie, hat nie nachgefragt? Er hat anfangs, kam er mal, aber ich wollte das halt nicht. Also soweit du weißt, hängt der noch genauso oder vielleicht noch schlimmer drin als vorher? Ja. Wenn du das jetzt so im Nachhinein betrachtest, mit dem Abstand, wie siehst du diese Zeit? Die muss dir doch auch wie so ein schlimmer, böser Film vor Augen ablaufen, oder? Also anfangs, als ich mit Drogen aufgehört habe, war das ganz schlimm. Da bin ich auch wirklich in ein tiefes Loch gefallen und habe mir dann auch überlegt, was hast du denn da eigentlich angerichtet? Aber jetzt mittlerweile sage ich, das gehört einfach zu meinem Leben jetzt dazu, damit. Das ist eigentlich abgehakt. Schlimm, dass es so weit kommen konnte, aber
bringt mir jetzt nichts, da wenn ich mich jetzt in die Ecke sitze und weine. Nee, bestimmt nicht. Ja. Man bewertet ja so Dinge, die einem im Leben passieren, dass man sagt, okay, das ist halt so passiert, aber ich habe auch da die Stärke rausgezogen oder man erklärt, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich, wenn man grübelt und sich da jetzt den Kopf macht, das bringt natürlich auch nichts, warum das so war. Bist du sicher, dass du nie wieder Drogen anfassen wirst? Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Also ich weiß, was Drogen mit einem Menschen anrichten können. Und was war für dich das Schlimmste an Wirkung, an Nach- oder Nebenwirkung der harten Drogen? Ich hatte mal eine Überdosis. Und Heroin? Ja, ja. Mhm. Und man musste mich in der Nacht zweimal reanimieren. Mhm. Und das war eigentlich so das Schlimmste. Der Vorgang des Reanimierens oder die Tatsache, sich... Die Tatsache, dass ich... dass du fast gestorben wärst dabei. Genau, ja. Mhm. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du von den Drogen wegkamst? Das ist ja unter Umständen, wenn man schwer drogenabhängig war, ein schmerzlicher Prozess, bis man dann ganz sauber ist, ganz trocken ist. Ich würde sagen, so alles in allem mit dem Aufhören mit der Entgiftungstherapie, so 1,5 Jahre hat es schon gedauert. Ja. Was machst du heute? Momentan kümmere ich mich um meinen Sohn. Mhm. Bin eigentlich ein ganz braver Bürger geworden. Ja. Und ist irgendwas in Planung, dass du irgendwie vielleicht nochmal einen Schulabschluss machen möchtest? Oder? Schulabschluss habe ich. Ja. Hast du schon gemacht? Ja, meine Ausbildung möchte ich gern irgendwann noch zu Ende machen. Ja, als was? Krankenschwester. Ah ja. Hatte ich damals angefangen. Ah ja. Der Sohn, der Junge, wird doch sicher, ich meine, er ist 6 Jahre alt, wird doch sicher auch schon mal nach dem Papa fragen, ne? Ja. Was sagst du ihm? Ich zeige ihm Bilder von seinem Vater und versuche ihm halt kindgerecht zu erklären, dass es halt momentan nicht möglich ist, dass er seinen Papa kennenlernt, aber dass wenn er größer ist und er das möchte. Ja, wie macht man das kindgerecht? Tja, gute Frage. Er fragt halt nicht allzu viel danach. Mhm. Für ihn ist es halt normal, ohne Vater aufzuwachsen. Aber wenn einfach die Frage kommt, wo ist der Papa? Ich sage ihm dann schon, dass er hier in der gleichen Stadt wohnt wie wir. Und warum kommt der Papa nicht zu mir? Weil der Papa ist im Moment krank. Der kann nicht kommen, aber sobald es ihm wieder besser geht, könnt ihr euch sehen. Und ja. Momentan gibt er sich noch damit zufrieden. Ich wollte gerade sagen, je älter er wird, desto intensiver werden wahrscheinlich die Fragen auch werden. Also wenn er alt genug ist und ich denke, er ist reif dafür, werde ich ihm das alles auch mal erklären. Finde ich auch in Ordnung, ja. Wenn du das so abschätzen kannst, dass er alt genug ist, kann man dem Kind das schon erklären, wie alles so war. Das finde ich auch wichtig. Ja, finde ich auch. Ja. Liebe Saskia, eine schlimme, aber dann wiederum auch eine sehr schöne Geschichte, weil du es geschafft hast und der Junge ist wohl auf und alles klingt ganz, ganz gut jetzt, wie du es erzählt hast. Mhm. Und ich wünsche dir vor allen Dingen auch noch ein gutes Fortkommen, dass du deine Ausbildung weitermachst und dann Krankenschwester sein wirst. Dankeschön. Alles Gute. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema heißt, das habe ich aus Liebe getan. Telefonnummer 0800 220 50 50 und der nächste ist der Patrick und Patrick ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Patrick. Was hast du denn aus Liebe getan? Ja, also das war vor 2 Jahren, habe ich meine erste große Liebe kennengelernt. Mhm. Und ja, damals natürlich kein Geld gehabt, weil sie kam aus Freiburg, ich ja nun aus Hamburg. Mhm. Und sie wollte, dass ich komme. Wir haben uns damals übers Internet kennengelernt und haben uns auch verliebt dann so. Und da ich kein Geld hatte und sie überraschen wollte, habe ich ihr dann einen Brief geschrieben oder auch über Internet gesagt, ich bin für ein paar Wochen nicht da. Mhm. Konnte mich also in der Zeit nicht erreichen. Mhm. Dann bin ich aber von Hamburg nach Freiburg gegangen, zu Fuß. Wie bitte? Zu Fuß. Wie bitte? Zu Fuß? Ja. Von Hamburg nach Freiburg? Ja. Das sind doch... 800 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, 700, 800 Kilometer sind das. Ja, ist richtig. Bist du zu Fuß gegangen? Ja, also meine Füße sahen hinterher nicht mehr so toll aus, aber ich bin heile angekommen sonst, ja. Das ist ja spektakulär. Also als Liebesbeweis für Sie? Richtig. Das ist ja doll. Wie lange hast du dafür gebraucht? 4 Wochen. 4 Wochen? Und wie viele Kilometer hast du am Tag so geschafft? Weißt, kannst du es sagen ungefähr? Oh, pff, keine Ahnung. Könnte man sich jetzt schlau ausrechnen? Kann man. Aber anders gefragt, wie viele Stunden am Tag bist du gegangen? Ein Moment bitte. Ich muss meinen Fernseher mal ein bisschen leiden. Ja, bitte. Also.
Der Fernseher ist leise. Na, jetzt dauert es aber lange. So, da bin ich schon wieder. Da bin ich aber froh. Also, wie viele Stunden am Tag bist du gegangen? Oh, das ist schon mal eine 6-7 Stunden. Und wo hast du immer geschlafen? Also, ich hatte damals immer ein Zelt dabei. Entschuldigung, ich bin gerade wach geworden. Du bist wach geworden? Ja. Verstehe ich nicht, wie du bist wach geworden. Schlafen. Achso, du hast uns gemeldet und wir haben dich angerufen, du warst schon im Schlafen. Nein, ich habe angerufen oder ich bin beziehungsweise wach geworden, weil ich anrufen wollte. Achso, verstehe. Ja, wir kriegen das schnell hin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, erst einmal, dass ich bei dir anrufe. Also, du hast im Zelt immer gepennt dann? Das ist richtig, ja. Und hattest dir vorher so eine schlaue Route ausgedacht, wie geht man denn durch Deutschland, wo es 1000 Straßen und Autobahnen gibt, wo man nicht gehen kann? Wie macht man das? Landkarte halt, ne? Sowas gibt's ja zu kaufen überall halt, ne? Ja, schon. Bist du mehr so Straßen gegangen oder bist du auch durch Wald und Flur gewandert? Nein, also eigentlich nur Straßen oder auch Wald und Flur halt so ein bisschen, ne? Damit man halt, wenn man auf der Autobahn läuft, das fällt dann doch ein bisschen auf, ne? Ja, Autobahn geht natürlich gar nicht. Oder durch die verschiedenen Ortschaften halt. Das ist klar, ja. So, und dann kamst du irgendwann in Freiburg an. Das ist richtig, ja. Du bist irgendwie abgelenkt, da ist so Unruhe im Hintergrund. Was ist da los? Gerade Besuch bekommen. Achso, und so. Da ist jetzt ein bisschen Radau. Die sollen mal still sein, solange wir reden. Okay. So, dann kamst du irgendwann in Freiburg an. Richtig. Und hast bei ihr geklingelt? Das ist wohl richtig, ja. Du hattest sie vorher noch nicht gesehen, oder wie war doch, das? Doch, Webcam und alles. Aber real noch nicht gesehen? Nein. Nur per Webcam und Bilder oder so, Fotos? Richtig. So, dann klingelst du und dann stehst du vor der Tür. Richtig, ja. Zuerst hat natürlich die Mutter dann aufgemacht. Ja. Und die hat dann natürlich doof geguckt. Deine Freundin? Ja, die Mutter auch. Die Mutter kannte dich ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, die kannte mich auch. Mit der habe ich auch telefoniert. So, jetzt kam dann irgendwann die Freundin an die Tür, aber die hat ja gar nicht kapiert, was die dahin? Die war zu dem Zeitpunkt, wo ich angekommen bin, noch nicht da. Die war noch in der Schule. Ach so. Und da bin ich da angekommen und... Entschuldigung, ich muss da jetzt mal ganz kurz was sagen, die nerven ein bisschen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand im Fernsehen telefoniert, im Radio, dann gackern die anderen im Hintergrund rum und verunsichern dich. Ja, ein bisschen. Ja, ja. Nein, aber erklär mir doch mal, sie, als sie dich dann gesehen hat, die hat das ja gar nicht kapiert, dass du zu Fuß wahrscheinlich gekommen bist, sondern die dachte, dass du mit dem Zug gekommen bist. Wie hast du ihr das denn verständlich gemacht? Ja, wie habe ich ihr das verständlich gemacht, ne? Ich habe ihr halt gesagt... Oh, die Idioten spinnen alle hier. Entschuldigung. Sag dir nochmal, die sollen mal ein bisschen ruhig sein. Sonst kannst du die schöne Geschichte nicht zu Ende erzählen. Ja, mein Gott. Die haben mich auch damals für verrückt erklärt, dass ich das gemacht habe. Was soll's? Hat sie es denn dann gleich geglaubt, dass du das gemacht hast? Nein, eigentlich nicht, nein. Aber irgendwann schon. Ja, irgendwann schon. So, das war vor 2 Jahren. Richtig. Bist du mit ihr heute immer noch zusammen? Ja, natürlich. Ist das die im Hintergrund auch rumgackert immerzu? Nein, die Nein. arbeiten. Ja, aber was gibt es denn für einen größeren Liebesbeweis? Das ist doch super. Ja. Das ist wie sahen denn die Füße aus? Aber ich gehe mal davon aus, dass du nicht barfuß gegangen bist, sondern deine Schuhe hattest. Aber dennoch, viele Blasen an den Füßen. Das kann man wohl sagen, ja. Ja. So, lieber Patrick, jetzt erlöse ich dich mal. Ich merke, dass im Hintergrund ist Unruhe. Und du kannst dich gar nicht richtig konzentrieren aufs Gespräch. Das geht schon. So. Ich finde das auf jeden Fall ganz, ganz irre, was du da gemacht hast. Und das ist natürlich ein großer Eindruck gewesen für deine Freundin. Das kann ich mir vorstellen. So richtig, ja. So, und die Gute ist jetzt arbeiten heute Nacht. Richtig. Und dann versprich mir bitte, wenn du sie dann morgen früh oder morgen siehst, sie herzlich zu grüßen von mir. Und ich wünsche euch beiden alles Liebe und alles Gute. Okay, noch eine Frage. Können ich von dir auch noch ein Autogramm haben? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Okay, Patrick. Tschüss. Jo. Der Arme, der ist ja so beunruhigt worden von den Leuten im Hintergrund und hat so eine schöne Geschichte. Hier ist Lars. Lars ist 45 Jahre alt. Hallo Lars. Ja, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Was hast du aus Liebe getan, Lars? Ja, ich bin aus Liebe zu meinem Freund, zu meinem Lebenspartner, mit dem ich jetzt noch zusammenlebe. 1983 haben wir uns kennengelernt, nach Ost-Berlin gefahren. Damals Ost-Berlin, damals DDR? Ja, richtig, damals DDR. Im Grunde bin ich in der Stadt geblieben. Ich war West-Berliner. Ja. Also, wie hast du ihn kennengelernt? Auf einer Berufsreise, Besuchsreise bei meinen Verwandten. Ja. Bin ich sozusagen auf dem Rückweg noch in ein Lokal gegangen, wo ich wusste, dass da auch Gleichgesinnte sind und. In Ost-Berlin? In Ost-Berlin. Mhm. Und habe ihn da kennengelernt. Ah.
Aber du warst Westberliner. Ich war Westberliner, ja, ja. Richtig, wie gesagt. Und du warst nur auf Besuch mal drüben? Auf Verwandtenbesuch, ja. Habe mich aber vorher orientiert, dass es da auch ein paar Lokale gibt und habe da eins aufgesucht und da habe ich ihn kennengelernt. Ja, und dann? Naja, und dann, wie gesagt, bin ich des Öfteren rübergefahren und wir haben bald gemerkt, dass wir vielleicht auch zusammenleben wollen. Mhm. Und dann wurde es ernst und er hat mit einem Ausreiseantrag diesen Verlangen Nachdruck verliehen. Er hat mit einem Ausreiseantrag? Bei den Behörden der DDR. Ja. Und? Naja, und damit ging das Drama erst los, weil eine Zeit lang ging das alles so einfach war es ja nun nicht. Einfach nur einen Ausreiseantrag stellen und mal war draußen. Nee, richtig. Also das war ein ganz großes Problem und er wurde auch unter Druck gesetzt und immer wieder vorgeladen und die haben ihm gesagt, suchen Sie sich gefälligst hier einen Freund. Ach, er hat das offen begründet. Er hat das dann ganz offen begründet, ja. Wie war das überhaupt mit Homosexualität in der DDR? Wurde das geduldet? Das wurde geduldet. Das gab ja, der Paragraph wurde also, der das verboten hat, wurde noch, sogar noch vor dem Aufhebung des Verbots in Westdeutschland in der DDR aufgehoben. Das heißt ja. Also, man konnte dort auch in den Lokalen konnte man in der DDR freizügig leben, wäre falsch gesagt, weil also... Gut, aber Sie wurden nicht verfolgt, sagen wir es so. Also Sie wurden nicht verfolgt. Ja. Es gab keine Schwierigkeiten auch im Beruf oder so. So, Ausreiseantrag, ich habe einen Lover in West-Berlin, ich will raus. Da haben die wahrscheinlich ein müdes Lächeln gehabt, die Apparatschicks da drüben. Wie ging es denn dann weiter? Ja, wir haben also erstmal die Ausreiseanträge abgelehnt, sämtlichst, aber wir waren fest entschlossen, das durchzusetzen. Mhm. Und da ich im öffentlichen Dienst arbeite, sind die auch irgendwann bald auf die Idee gekommen, mich auch zu erpressen, also zu sagen, hören Sie zu, entweder Sie machen bei uns mit oder die Ausreiseakte, die Bemühungen Ihres Freundes können Sie gleich vergessen. Also die Stasi? Richtig. Die Stasi ist an dich herangetreten? Natürlich anders, unter einem anderen Pseudonym, Kriminalpolizei, zur Klärung eines Sachverhalts. Da wurden mir dann Vorwürfe gemacht, ich hätte da noch Kontakte zu anderen Ausreisewilligen. Sind die denn an dich herangetreten, als du ihn besucht hast in der DDR, oder sind die in West-Berlin an dich herangetreten? Nee, die sind herangetreten auf einer Besuchsreise, und zwar wir haben Urlaub gemacht in Binz, ja. An der Ostsee. Mhm. Und da ist das passiert, da sind die an mich herangetreten. So, und was genau? Abgeholt mit dem Auto und keiner wusste mehr, wo ich bin. 1, 2, 3 war ich weg. Ach. Und da haben die mich dann in die Mangel genommen. So, und was solltest du tun? Ich sollte mich erstmal bereit erklären zur Erklärung eines Sachverhalts zu Vorwürfen, die sie mir gemacht haben, mich dann also wieder mit ihnen zu treffen, später in Ost-Berlin. Ja. Okay, aber dahinter stand, dass du irgendwie spitzeln solltest. Das habe ich dann später erfahren, also die Gewissheit, ich habe es mir eigentlich schon gedacht, aber die Gewissheit habe ich dann aus meinen Stasi-Akten. Was solltest du spitzeln? Bitte? Was solltest du und wen solltest du bespitzeln? Oder welche Geheimnisse sollst du verraten? Ja, vielleicht irgendwas Berufsmäßiges oder so, also ich denke mal in die Richtung sollte das gehen. Was hast du denn damals, was konkret hast du denn damals beruflich gemacht? Na, in der Verwaltung war ich, im öffentlichen Dienst. Gab es da Geheimnisse, die du hättest weitergeben können? Na, für die war ja alles interessant, was... Aber du warst nicht in so einer hohen Position, dass... Nee, war ich überhaupt gar nicht. Mhm. Das war ja das Groteske in der DDR immer gewesen, dass Leute also auch wegen Lächerlichkeiten observiert, bespitzelt wurden und so. Das sieht man auch ganz klar in den Akten. So, und dann? Naja, und dann, wie gesagt, habe ich mich... habe ich erstmal gesagt, gut, okay, ich lasse mich darauf ein und habe mich dann sofort im Westen, als ich dann zurück war, offenbart und damit ging es dann erstmal... Wie offenbart? Was? Den westlichen Behörden? Den westlichen Behörden offenbart, ja. Und dass das, was mir passiert ist, das also berichtet und ich konnte vorläufig nicht mehr einreisen. Hm. Das war natürlich eine ganz große Schwierigkeit, ja. Dass mein Freund dann so einen Druck ausgeübt hat, dass die Behörden... Also es ging dann über die Rechtsanwälte, die humanitären Beauftragten der DDR-Regierung und der Bundesrepublik. Das war hier die Frau von der Schulenburg und in Ost-Berlin ja der bekannte Rechtsanwalt Vogel. Mhm. Und mir wurde dann garantiert, dass mir nichts passiert, wenn ich wieder einreise. Das haben wir dann noch 3 Monate gemacht. Mhm. Konnte dann zum Schluss wieder einreisen und dann hat er auch seine Ausreise bekommen. Und endlich
Er hat sie bekommen. Im März 86 seine Übersiedlung nach West-Berlin. Das heißt, du hast das aus Liebe getan, all diese ganzen Komplikationen auf dich genommen. Und ja, diese absoluten Komplikationen. Wir haben also auch viele gesehen an der Grenzübergangsstelle Friedrichstraße, die innerberlinische Grenzübergangsstelle sozusagen, dass viele, viele Pärchen, die immer wieder da also auch gewartet haben, so die östlichen Teile, um es mal so auszurücken, die haben dann am Grenzübergang gewartet und die sind gekommen und gegangen. Mhm. Aber ich denke mal, es hätte auch sein können. Das hat also wir haben, das hat ganz schön Kraft gekostet. Ja. Und es hätte auch sein können, dass du unter Umständen da im Knast gelandet wärst. Es hätte alles passieren können. Ja, es hätte alles passieren können. Dass er hätte. Und er im Knast sitzen können, ja. Ja, klar, er hat zum Schluss dann auch so einen Druck gemacht, dass er gesagt hat, ich mach was, wenn. Wenn ich solche Geschichten. Wenn ich nicht rauskomme. Ja. Er macht was? Was macht er? Also er hat gesagt, irgendeine Aktion, westliche Botschaften oder irgendwie sowas. Er hat sich da ein bisschen bedeckt gehalten, um sich da strafrechtlich nicht relevant zu äußern. Achso, dass er da irgendwie eingedrungen wäre in eine westliche Botschaft oder, ja, oder irgendwas. So. Irgendwie haben die dann die ganze Situation dadurch entschärft, dass ich die Garantie bekommen habe und er dann übersiedeln konnte. Wenn ich solche Geschichten höre, oder auch, es gibt ja auch noch dramatische Geschichten von Leuten, die geflohen sind, noch in den letzten Jahren, das muss für euch doch auch dann eine ungeheure Erleichterung, ein Glück gewesen sein, als das Regime zusammengebrochen ist. Ja, also auf jeden Fall. Das ist also so eine Zeit gewesen, die für uns sehr, sehr bewegend war, weil wir uns das auch aufgrund der persönlichen Erfahrung auch sehr gewünscht haben. Ja, das war dann noch ein paar Jahre und dann war der böse Spuk endlich vorbei. Ja, klar, also sehr viele Westberliner haben ja normalerweise auch gesagt, nee, ich fahre da gar nicht rüber und so auch. Es ist diese, oder einmal im Jahr, und das hat sich bei mir halt so doof ergeben. Meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen, auch das noch sagen. Ja. Hört mal, und ihr beiden Süßen seid immer noch zusammen? Wir sind immer noch zusammen. Das ist ja toll. Von 1983, sagtest du, ne? Ja, wir haben uns 83 das ist ja super. Bestellt und vorher. Und alles im Lot noch? Glücklich? Ja, alles soweit in Ordnung. Also wir. Und wohnt immer noch in Berlin? Wir wohnen immer noch in Berlin zusammen und fühlen uns wohl. Na super. Dann soll es auch so bleiben und ich wünsche euch alles Gute und sag schöne Grüße nach Berlin. Danke, sehr liebenswürdig und für dich noch eine tolle Sendung. Dankeschön, Lars. Tschüss. Schöne Gäste. Tschüss. 0800 220 5050 und unser Thema heute Nacht heißt, das habe ich aus Liebe getan. Was habt ihr aus Liebe schon getan oder was habt ihr aus Liebe schon auf euch genommen? Ich bin verbunden jetzt mit Katrin und Katrin ist 23. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo Katrin. Du hörst mich. Ja. Ja. Ich habe aus Liebe mein Kind abgetrieben. Du hast aus Liebe dein Kind abgetrieben? Hm. Erklär mal. Ich war sechs Monate schwanger und da ging Fruchtwasser ab und ich musste entscheiden, ob mein Kind behindert zur Welt kommt oder ob ich es abtreibe. Ob das Kind behindert zur Welt kommt oder abtreibst? Ja, genau, weil war eine ganz kritische Phase in dem Moment gewesen. War das denn schon klar, dass das Kind behindert zur Welt kommen würde? Nein, es war in dem Moment klar wegen Fruchtwasserersatz. Das ist halt nicht so zuverlässig wie das normale Fruchtwasser. Ja. Ja, und da musste ich halt entscheiden, was das halt momentan wäre. Ne? Ja, habe ich halt abgetrieben. Dann hast du abgetrieben. Im sechsten Monat, das ist. Abgetrieben kann man auch nicht sagen, Totgeburt. Was heißt das da? Aber man hat das Kind dann schon getötet und dann ist es zur Welt gekommen, oder? Ja, normal zur Welt gekommen. Mhm. Ja. Also es ist tot zur Welt gekommen, aber man hatte vorher einen Eingriff vorgenommen. Ja, genau. Und einen Eingriff und dann habe ich halt tot zur Welt gebracht. Ja. Hast du es gesehen? Ja, auch im Arm gehabt, nachdem es tot war. Weil im sechsten Monat ist das ja schon ein ausgewachsener Säugling. Das war so groß wie dein A4-Blatt vor dir. Wie man den A4-Blatt? Ja. Ja, das ist ja schon, ist ja schon recht groß, ja. Ja, war auch alles dran. Wann war das? Vor circa 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Wie geht es dir mit dieser Entscheidung? Schlecht, sehr schlecht. Hm. Denkst du oft an dein Kind? Ja. Könnte immer noch heulen darüber. Ja. Was es höchstwahrscheinlich für eine Behinderung gehabt hätte, weiß man das? Nein,
weiß man nicht. Also es hätte eine harmlose Behinderung sein können und es hätte aber auch etwas sehr Schlimmes sein können. Ja, genau. Mhm. Das ist sehr schwer, so über solch ein kleines Wesen zu entscheiden, was zu machen. Was über Tod und Leben, ja. Das Beste ist, ne? Mhm. Das war sehr, sehr schwierig. War das eine Entscheidung, die du sehr schnell fällen musstest oder hattest du innerhalb... 10 Minuten Zeit. 10 Minuten? Ja, und da, wo ich halt herkomme, haben sie jetzt auch gar nicht abgetrennt. Ich musste 150 Kilometer ins andere Krankenhaus fahren. Wie ist das denn möglich, dass die Fruchtblase war geplatzt? Naja, ich habe es gemerkt und ich habe dann halt den Schwestern gesagt im Krankenhaus, sie meinten, ich bilde mir das nur ein, das ist normal in der Schwangerschaft. Dann habe ich das halt meinem Partner damals gesagt und dann ist er dann Arzt hin und hat sich erstmal da aufgeregt, was das nun sein soll. Ich habe nur mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen und dann haben sie halt einen Ultraschall gemacht und haben festgestellt, dass ich Fruchtblasabgang habe. Mhm. Und das musste ich halt innerhalb von 10 Minuten entscheiden. Und die haben selber den Mord gar nicht vorgenommen. Musste ich halt extra weiter wegfahren. Ja. Das ist ja nur wirklich heftig. Innerhalb von 10 Minuten, innerhalb von kürzester Zeit, sagen wir so. Ja. Also du hättest auf der Fahrt zu diesem anderen Krankenhaus hättest du ja noch eine andere Entscheidung treffen können, oder nicht? Nee. Ach, da war es schon zu spät. Sonst hätte vorher das künstliche Fruchtwasser einführen müssen. Ja. Das wäre auch gar nicht so. Das wäre auch gar nicht so gut fürs Kind gewesen in dem Moment. Ja, das habe ich schon verstanden. Und dadurch wäre es ja dann auch behindert geworden unter Umständen. Auch darum, weil 23. Woche, es ist zu früh, das ist 17 Wochen zu früh. Ja. Weil die bei Schwangerschaft geht ja nicht die richtige Woche, das ist 17 Wochen zu früh. Hast du denn in dieser kurzen Zeitspanne mit irgendjemandem das reden können darüber oder beratschlagen können? Nur ganz kurz, 2-3 Minuten mit meinem Partner. Der war dann Gott sei Dank vor Ort? Nee, ich muss ihn anrufen, dass er schnell von zu Hause herkommt. Und was hat dein Partner gesagt? Es lag in meiner Hand, er hat so oder so zu mir gestanden. Und haben die Ärzte, die dich behandelt haben, haben die etwas geraten oder haben die auch gesagt, das müssen sie jetzt entscheiden? Es liegt in meiner Hand. Boah, das ist ja heftig. Es lag wirklich in meiner Hand, das ist sehr schwierig, auch momentan, auch nach 2 Jahren. Viele haben mir Vorwürfe gemacht, sehr viele. Ja, finde ich nicht zu rechtfertigen. Niemand darf die Arroganz haben zu sagen, ich hätte in den 10 Minuten die weise Entscheidung getroffen. Ich muss doch damals, wo ich dann auch das, weil dann halt Samstag ist es halt gewesen. Bitte? Samstag, ich habe mich verstanden. Ich sah von Samstag zu Sonntag ist es halt gewesen in der Nacht, ja? Wo ich halt in dem anderen Krankenhaus tot zur Welt gebracht habe und ich musste halt nächsten Tag alleine mit dem Zug wieder nach Hause fahren, ohne ärztliche Hilfe, sonst da was. Ist das Kind bestattet worden? Weiß ich nicht. Ich habe keine Fotos. Ich habe ein Vierteljahr danach noch dran gegangen wegen Fotos. Oder ohne. Ich habe gar nichts. Es ist anonym bestattet worden. Ich habe kein Foto. Nichts habe ich. Ich habe gar nichts. Hättest du nicht darauf bestehen können, dass... Ich habe gepocht. Ich habe jede Woche angerufen, was mit den Fotos ist. Und nee. Nicht die Fotos, sondern hättest du nicht darauf bestehen können, dass das Kind bestattet wird? Das ist ja bestattet. Anonym in halt in, da, wo ich halt tot im Bund hatte, das Kind. Warst du dabei? Nein. Warum nicht? Das ging nicht. Warum nicht? Weil das erstmal zur pathologischen Untersuchung gehen musste. Was halt nun genau die Ursache war. Aber danach hätte man das doch richtig beerdigen können. Hat man mir keinen Bescheid gegeben. Gar nichts. Ich habe fast den Eindruck, dass man dich da sehr alleine gelassen hat. Ja, hat man auch. Ja, das glaube ich. Man hat mir ein Heft gegeben über Tod und der Geburt und das war es dann, ne? Und ja, nach Hause. Ich glaube, wenn man da, man hätte man durchaus darauf bestehen können, also da hätte vieles ganz anders laufen können. Ja. Ah, die Ärzte, wo ich im Krankenhaus war, weiß ich nicht, haben auch viele Fehler gemacht, denke ich mal. Aber ich hatte auch damals schon Wehen gehabt und haben mir keinen Wehen hin. Das wird viel geben, die haben mich halt einfach damit Wehen liegen lassen. Ne? Wie ist das denn, wenn du, ich meine, du hast ja so viel Zeit darüber nachgedacht wahrscheinlich. Hast du solche Gedanken, dass du sagst, okay, wenn das Kind halt behindert gewesen wäre, dann wäre das auch okay gewesen. Dann hätte ich zu dem Kind gestanden und hätte es aufgezogen. Ich hätte zum Kind gestanden, aber ob ich es großgezogen hätte, weiß ich nicht, weil ich bin da, weiß ich nicht, weil ich mit, wenn ich zur Welt gebracht hätte, hätte ich mir auch Vorwürfe gemacht. Warum tue ich ein Kind ein Leben ermöglichen, was selbst keine Entscheidung treffen kann? Das ist so eine Distanz da, eine schwierige Entscheidung. Das heißt, du bist heute immer noch zwiegespalten? Ja. Also, du hast heute nicht so eine Überlegung, dass du sagst, ich hätte das auf jeden Fall zur Welt bringen müssen? Nee. Das nicht. Aber andererseits plagt dich doch ein schlechtes Gewissen. Auch ja. Auch ja, weil wie gesagt, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich wüsste nicht, was andere Leute in dem Moment machen sollen. Ich meine, manche Leute im Krankenhaus, die haben Zwillinge im Bauch gehabt, der Mund war offen und die sind
auf eigene Gefahr rausgegangen und haben, was ich, Kind, auch die Kinder tot zur Welt gebracht, aber das war ihre Schuld gewesen. Aber ich hatte keine Schuld, ich habe im Bett gelegen, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe alles getan, was ich nur konnte. Ja, also ich finde das Schlimme daran, dass man dich mit der Entscheidung quasi hat allein gelassen und dass das unter einem solchen enormen Zeitdruck hat stattgefunden. Ja. Sodass man dich auch gar nicht richtig hat aufklären können, was für Risiken da bestehen. Nee, gar nicht. Du weißt es ja gar nicht richtig. Man hat gesagt, es kann behindert sein. Ja, es kann. Man hat auch keine weiteren Untersuchungen gemacht. Was hat denn die pathologische Untersuchung ergeben zum Schluss? Dass meine weiteren Kinder können gesund werden. Aber wie gesagt, ich lag auf nur dem zweiten Kind, was jetzt so gesund zur Welt ist, auch wochenlang im Krankenhaus. Wochenlang. Ich verstehe dich immer so schlecht. Du hast noch ein Kind bekommen? Ja, ich habe danach ein Kind noch bekommen, ja. Ja. Nein, die pathologische Untersuchung, was hat die denn bei dem toten Kind ergeben? War es behindert? Nein. Also erstmal war es nicht behindert. Wenn dann hätte es nach der Geburt in der 23. Woche behindert werden können, aufgrund der 17 Wochen fehlen. Mhm. Aber auch bei der Entbindung, ich habe 14 Stunden alleine das Kind, also in den Wehen gedingen, auf Deutsch gesagt, in den künstlichen Wehen. Und ich war alleine, wo das Kind zur Welt kam. Ich war ganz alleine in dem Raum, hatte mein Kind ganz alleine da gehabt. Ne? Mhm. Es war keiner im Moment da. Mhm. Es war keiner da und ich habe geweint, ich habe Rotzenwasser geweint. Erst wollte ich in Szene, halt 3 Stunden geschlafen. Und den kleinen Würmchen auf dem Arm zu haben, tot auf dem Arm, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Das geht nicht, das ist unfassbar. Ja, finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm, so eine Entscheidung zu treffen. Und ich sage ja eigentlich immer eher, im Zweifel immer für das Leben sich zu entscheiden. Und es gibt. Ja, aber auch, wie gesagt, die Ärzte, denke ich, haben auch wenn das Wehenschreiber gemacht, haben gar nichts gemacht beim Kind, gar nichts. Ich hatte gesagt, ich habe Bauchschmerzen, ich wusste damals nicht, dass es Wehen sind und dann ist halt dadurch halt die Fruchtwasserplatz und es war keiner da für mich. Und dann die Vorwürfe dann anzuhören, ein paar Tage später, wenn man nach Hause kommt, das ist schwierig, damit klarzukommen. Du hast gerade am Anfang einen ganz komischen Satz gesagt. Du hast gesagt, ich habe aus Liebe mein Kind abgetrieben. Ja. Warum aus Liebe? Weil wenn das behindert geworden wäre, weil man hat es ja auch angesprochen mit der Behinderung, es hätte keine Selbstentscheidung treffen können. Egal, welche Art und Weise es behindert. Also das sind schwierige Thematiken. Was meinst du, wie viele behinderte Menschen glücklich leben? Und wie viele behinderte Menschen sagen... Man hätte zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, was behindert sie gewesen wäre, was für eine Behinderung sie gehabt hätte. Ja, ich verstehe. Und sie hat angenommen, sie hätte nicht sehen können, sie hätte die Welt nicht sehen können, sie hätte nichts sehen können, sie hätte kein Tier erleben können, kein Wasser sehen können, nichts. Ja, aber wie viele Menschen sind blind und glücklich und fühlen sich als vollwertiges Leben? Und das ist auch richtig und gut so. Und ja, aber ja, das ist halt so ein heikles Thema, ne? Was ist halt das Beste gewesen im Moment? Mhm. Das Leben ist das Beste. Ja. Finde ich eigentlich schon. Nein, nicht ja. Ja, schlimme Geschichte. Also schlimm finde ich, das muss ich nochmal sagen, dass man das, was man da mit dir gemacht hat und dass man dich da unter Druck gesetzt hat oder das habe ich ja nie gehört, sowas. Finde ich ganz schlimm. Also in diesem Krankenhaus, wo ich war, da sind so viele Patienten schon Umständen schon ins andere Krankenhaus geliefert worden. Du hast jetzt, das habe ich gerade richtig verstanden, ein gesundes Kind bekommen. Ja. War auch eine schwierige Schwangerschaft. Ja, aber da ist alles in Ordnung und Sie ist kerngesund soweit, ja. Gott sei Dank. Aber das andere Kind wäre schon 2 Jahre alt gewesen. Ja, es wäre 2 Jahre alt gewesen, genau, ja. Ja, nächsten Monat. Liebe Katrin, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Wer ist jetzt hier? Hier ist die Dorle. Dorle ist 41. Guten Morgen. Ja, hallo, hier bin ich. Ja, hallo Dorle, schön, dass du da bist. Ja. Du hast auch was Besonderes aus Liebe getan. Ja, ich liebe meine Tochter über alles und bin ihretwegen in die Hölle meines Ehemannes zurückgekehrt. Wie alt ist das Kind? Sie wird am 26. Mai 15, also noch ist sie 14. Und du bist wegen des Kindes in die Hölle in deiner Ehe zurückgegangen? Ja. Erklär mal. Ich war mit ihr ausgezogen. Wie alt war sie da? Da war sie 12. Mhm. Und dann hat sie den Konsum von Fernsehen, Video, DVD, Computer und so hier bei dem Papa immer in den Wochenenden. Man hat jedes Wochenende das Kind gekriegt. Moment, du bist alleine ausgezogen oder mit dem Kind? Mit dem Kind. Du bist mit dem Kind ausgezogen, weil die Ehe völlig kaputt war. Die
Ehe war eigentlich nie in Ordnung. Ja. Und dann hat er das Kind, wie du gerade sagtest, immer an den Wochenenden bekommen. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Mhm. Habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, weil ich einfach wollte, dass sie beide Seiten kennt. Mhm. Aber sie hat natürlich da nur Luxus und sonst was kennengelernt. Sie hat dann auch 20 Kilo zugenommen, wo ich immer noch dabei bin, die abzuspecken. Mhm. Inzwischen habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Tochter. Und ja, es ist für mich unheimlich schwer. Auf der einen Seite... Ja, ich verstehe nicht, wieso bist du dann zu deinem Mann wieder zurückgegangen, wegen der Liebe zu deiner Tochter? Ja. Verstehe ich nicht. Weil ich sonst nicht den Zugang zu meiner Tochter wieder gefunden hätte. Wollte sie denn das unbedingt? Wollte die Tochter das? Ja. Die wollte, dass ihr wieder zusammen seid? Ja. Aber die hatte schon mitbekommen, dass ihr kein gerade glückliches Verhältnis miteinander habt. Ja, hat sie schon mitgekriegt. Und jetzt im Moment bist du wieder bei deinem Ehemann? Ja. Und du sagst, das ist die Hölle? Ja. Warum ist es die Hölle? Weil ich bin hier im Prinzip nur der Putz- und Koch- und, ja, Kinderfreak. So, ich... Behandelt er dich schlecht? Ja, doch. Schlägt er dich? Nee, das nicht. Aber es ist viel Streit da? Ja. Es ist viel Psychostress? Ja. Hm. Wie lange warst du eigentlich von ihm getrennt? Fast anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Ja. Das war auch insofern schön, als dass ich mal wieder Freunde zu mir einladen konnte, was ich hier nicht kann. Hm. Also mein Freundeskreis ist mein Mann... ja, ich nenne ihn noch meinen Mann. Das ist auch schlimm genug. Du magst ihn gar nicht meinen Mann nennen? Nee. Mhm. Ja, das war einfach, ging nicht, Freunde einzuladen. Lass mich doch noch mal fragen, weil ich das nicht so richtig verstehe. Du hättest sonst keinen Zugang mehr zu deinem Kind gehabt, wenn du nicht zurückgegangen wärst. Ja. Warum nicht? Weil er sie so voreingenommen hat, sie hat nur noch Lügen über mich erzählt. Also er hat sie Gehirn gewaschen? Ja, genau. Und das ging doch. Ich meine, sie war ja dann auch schon eine junge, ja, kein Kind, kein wirkliches Kind mehr. Das hat noch funktioniert, dass er so einen großen Einfluss hat auf sie ausüben können. Und wie bist du dem denn dann begegnet, wenn sie mit den Lügen ankam? Ja, erst auch als Sklave ihrer Art. Ich habe für sie alles getan. Also hast du nicht mit ihr diskutiert und hast gesagt, das stimmt gar nicht so, was der Vater sagt? Und Das habe ich erst später angefangen. Ich habe gedacht, erstmal musst du dich annähern. Hm. Und Vertrauen wieder aufbauen irgendwie. Und dann habe ich nachher auch versucht, mit ihr darüber zu reden. Jetzt ist sie 15. Da kann man nun schon verdammt gut mit Leuten reden. Ja, inzwischen sieht sie es auch ein bisschen anders. Und warum gehst du jetzt nicht? Ich habe einfach nicht die Traute. Ich traue mich nicht. Warum nicht? Nochmal den Schritt zu gehen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich habe so viel Federn gelassen. Ich bin dabei, ich meine, man schätzt mich immer noch für 30, obwohl ich 41 bin, aber ich fühle mich selber so alt geworden und so kaputt. Und also ich finde, das ist eine falsch verstandene Liebe zu einem Kind, wie du mir das gerade erklärt hast. Ich wollte zuerst sagen, so eine Macht darf ein Kind nicht haben, aber das möchte ich nicht so formulieren. Ich möchte sagen, dass das die falsch verstandene Liebe ist. Denn du hast dir so viel Unglück damit zugefügt und letztendlich strahlt dieses Unglück und dein Unzufriedensein natürlich auch auf dein Kind ab. Ja, das weiß ich auch. Insofern das ist der auch zu kaschieren schon. Ja, nun ist es passiert, aber nun solltest du sehen, dass du jetzt, wo du vielleicht ein bisschen klarer siehst und vor allen Dingen sie, das Kind, das auch klarer sieht, dass du jetzt erneut einen Schritt unternimmst. Mhm. Mit aller Kraft. Und wenn du die Kraft nicht alleine hast, dann hol dir Unterstützung in Form von vielleicht einer Therapie oder einer Beratung oder einer außenstehenden Person. Mhm. Ich würde mal gerne, Dolle, das erscheint mir wirklich sehr, sehr dringend und auch wichtig, dass du mit meinem Psychologen jetzt eingehend sprichst. Mhm. Der dir vielleicht da die entsprechenden Ratschläge und vielleicht auch noch Verbindungen sagen kann, wohin du dich wenden könntest. Denn das ist keine Lösung, wie du es jetzt dargestellt hast. Mhm. Du bist ja unglücklich. Ja. Völlig unglücklich.
Hast du Angst, dein Kind? Nur mal wieder in den Arm genommen zu werden, ne? Ja, aber dafür musst du erstmal aus dieser Aura von diesem Mann raus. Um einigermaßen, du hast es ja einmal mal erlebt und da war es ja offensichtlich ganz gut, dass du alleine warst und da auf eigenen Füßen standest. Liebe Dolle, wir machen es so, du legst bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und dann können mal Strategien überlegt werden, wie du es angehen könntest und solltest. Okay. Ja, alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss du. Hier ist Jenny. Jenny ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Jenny. Auch zu unserem Thema, ich habe es aus Liebe getan. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich dann getan habe. Erzähl. Ich habe vor einer Stunde einen Schwangerschaftstest gemacht und da ist halt rausgekommen, dass ich schwanger bin. Und dann habe ich mit meinem Freund telefoniert und er hat mir klipp und klar gesagt, dass er das auf keinen Fall haben möchte. Ihr habt offensichtlich nicht verhütet? Ich habe die Pille genommen, aber ich gebe ganz oft zu, es war ein bisschen nachlässig. Also ich habe Antibiotika zwischendurch genommen. Und das war dir bewusst? Mhm. Mit dem Hintergedanken, dass du gerne schwanger werden würdest wollen? Nein. Aber warum warst du dann nachlässig? Und hast ihm nicht gesagt, ja, dann nimm zumindest Gummis? Haben wir. Und trotzdem ist es passiert? Mhm. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, das weiß man dann immer nicht. So, wie lange seid ihr ein Paar? 7 Monate. Frisch noch, ne? Mhm. Und er sagt, er ist auch in deinem Alter ungefähr? Nee, 36. 36 schon? Mhm. Und er sagt, nein, will ich nicht. Richtig. Definitiv, gar kein Thema für ihn. Nee, steht für ihn einfach nicht zur Debatte. Er wollte es nie und das bleibt auch so. Er wusste davon, dass das mit der Pille nicht so eventuell funktioniert. Ich habe ihm gesagt, dass ich Antibiotika genommen habe und daraufhin haben wir dann eben mit Gummi. Und das bist du ziemlich durch den Wind wahrscheinlich, ne? Mhm. Das glaube ich, das verstehe ich. Und fühlst dich auch verdammt alleingelassen. Ja, sagen wir so, ich war vor 4 Jahren schwanger, allerdings durch eine Vergewaltigung. Damals haben meine Eltern mich halt dazu gezwungen abzutreiben. Sie haben mir gesagt, entweder du treibst ab oder du behältst es und wir schmeißen dich raus. Du warst von einer Vergewaltigung schwanger? Mhm. Und das ist eben eine Situation, die ich nie wieder mitmachen wollte. Dass ich entscheiden muss, ob dieses Leben weiter existiert oder nicht. Hattest du denn damals sogar den Gedanken, das Kind zu behalten? Ja, weil das Kind nichts dafür kann. Ja. Ja, Respekt. Respekt. Ich glaube, niemand nimmt es einer Frau übel, die nach einer Vergewaltigung sagt, ich will abtreiben. Ja gut, aber ich meine, wir Frauen sind ja letztendlich diejenigen, die ihr Leben lang mit der Schuld leben müssen, etwas umgebracht zu haben. Aber wenn du es so siehst und wenn du so eine Erfahrung hast, ich darf hier keine Schwangerschaftsberatung machen. Aber ich sag einfach mal so mein Gefühl im Moment. Wenn du sowas hinter dir hast schon, dann ist doch eigentlich die Entscheidung für dich klar, was du tun willst, oder? Ja, aber ich stecke mitten in der Ausbildung. Ich habe in 4 Wochen Zwischenprüfungen. Meine Eltern würden jetzt nicht anders reagieren als vor 4 Jahren auch. Also sie würden mir keineswegs helfen. Ja, aber du bist eine erwachsene junge Frau. Und du hast es genau gerade auf den Punkt gebracht. Du hast das Gewissen und du trägst es vielleicht dein Leben lang mit dir herum. Insofern finde ich das nicht entscheidend, was die Eltern sagen. Die Eltern wirklich nicht. Warst du damals bei einer Beratungsstelle? Ja, musst du ja. Das ist alles ein bisschen im Schatten gelaufen, sag ich mal. Ja. Ich war nie wirklich bei einer Beratungsstelle, sondern die Abtreibungsklinik, in der ich war, der Arzt hat eine Viertelstunde vor der Abtreibung hat er sich mit mir zusammengesetzt und hat gefragt, möchtest du nicht? Mhm. Und letztendlich hat dieses einfache Ja ausgereicht. Pass mal auf, Jenny. Jetzt geht die Sendung zu Ende. Wir lassen dich aber nicht allein, wir rufen dich gleich sofort wieder an. Ich finde, das sage ich jetzt noch ganz rasch, ich finde, dass du unbedingt zu einer guten und seriösen Beratungsstelle gehen musst. Das ist der nächste Schritt, wo du wirklich ganz
sachlich beraten wirst. Wie das alles läuft und auch noch weitere Gespräche, das bieten wir dir jetzt an. Du legst bitte auf und wir rufen zurück, okay? Okay. Bis gleich, Jenny. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Michael Verhöfen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder.